Ich bin Rhino on the Road und das ist Solovino The Riding Dog. Und hier geht's um die dritte Etappe. Von Cancun im Süden von Mexiko über Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras bis nach Nicaragua. Viel Spaß! Tonight I'm going on a road trip. I'm packing my bags, I feel so good. Da standen da so drei, vier Typen mit Maschinenpistolen und irgendwie ja doch sehr selbst gebastelt wirkende Uniform. Und dann einfach mit dem Fuß durchs offene Fenster gekickt. Zwei Jahren Studium habe ich es dann geschafft, mir ein Urlaubssemester genehmigen zu können und bin auf die dritte Reise losgegangen in Cancun, wo ich ein Motorrad aufgefunden habe, das gar nicht dort war, wo es eigentlich hätte sein sollen. Und dann, als ich es zwei Tage später mit der Person, bei der ich es gelassen hatte, von einem Schrottplatz anmutigenden Gelände abgeholt habe, habe ich leider auch festgestellt, dass der gesamte Tank von innen verrostet war. Ich habe zwei Wochen jeden Tag drei Stunden damit verbracht, frisches Benzin in den Tank zu kippen, zu schütteln, Benzin wieder auszukippen, neues Benzin rein, schütteln. Ja, nach zwei Wochen dieser Routine war der Tank tatsächlich so weit vom Rost befreit, dass man gewissenhaft wieder den Tank anschließen konnte und die nächste Etappe konnte beginnen. Ja, von Mexiko ging es dann erstmal wieder Richtung Süden, also Chetumal runter, nochmal an Tulum vorbei, dann rein nach Belize. Obwohl ich wusste, dass es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, am südlichsten Punkt von Belize nach Guatemala rüber. Da gibt es aber keinen offiziellen Grenzübergang. Dann sind wir da hingefahren und dann standen da so drei, vier Typen mit Maschinenpistolen und irgendwie ja doch sehr selbst gebastelt wirkender Uniform, die dann auch Geld dafür wollten, dass ich über diese Grenze gehen könnte und leider mir aber keine Quittung ausstellen konnten. Deswegen standen wir dann vier Stunden da ein bisschen blöd und wussten alle nicht, was wir jetzt tun sollen, bevor irgend so ein Apfelbauer vorbeifuhr und die irgendwie super mit dem beschäftigt waren und ich dann einfach losgefahren bin. Dann bin ich weitergefahren und habe das Motorrad so in diesem Grenzstreifen zwischen Belize und Guatemala doof in der Kurve hingelegt und irgendwas hat nicht funktioniert. Ich habe es erstmal nicht wieder anbekommen. Dann kam dieser Apfelbauer wieder vorbei, der auch inzwischen eine gute Weile mit den Grenzbeamten diskutiert haben muss, weil es ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe es ein paar Mal versucht, das Motorrad aufzustellen und wieder loszufahren. Und der hat mir dann geholfen, hat mal angeschoben und dann ging es auch wieder und mich dann aber auch eingeladen, in dem Dorf einfach direkt bei ihnen unterzukommen und in das Land Guatemala einzusteigen. Das Problem bei der Sache war, ich hatte keinen Eintrittsstempel für Guatemala.
Das heißt, ich war eigentlich illegaler Einwanderer und musste, bevor ich das Land wieder verlassen konnte, erstmal irgendwie so einen Stempel bekommen. Das hat dann später dazu geführt, dass ich nochmal an der Pazifikküste hochgefahren und habe mir an der mexikanischen Grenze quasi nur den Einreisestempel für Guatemala geben lassen. Also ich bin rückwärts in die Grenze reingefahren, wo man eigentlich rauskommt. Und der Grenzbeamte war da zum Glück auch ein bisschen beschäftigt mit einer anderen Person und hat nebenbei mir den Stempel einfach reingedrückt, womit ich dann wieder legal auch in dem Land war und vor allen Dingen auch das Land wieder verlassen konnte. Da war ich erstmal eine ehemalige Kollegin in ihrem Hostel besuchen in Tibucol, das ist bei Semuc Champey. So schöne Wasserfälle, auch sehr indigene Situation da noch. Also in der Stadt gibt es dann auch so ein bisschen Tourismus und die Kolonialisierer, spanischer Einfluss ist da auf jeden Fall mit drin. Aber es gibt halt vor allen Dingen, wenn man in die Berge kommt, noch richtige Communities, die noch nie so richtig einen Kontakt mit der Zivilisation hatten. Was dem Ganzen schon einen ganz speziellen Charme gibt, einerseits, andererseits ich auch irgendwo einen Konflikt gesehen habe zwischen, ich pflanze da ein Hostel in diese Situation, wo die Menschen eigentlich wirklich noch so leben, wie sie halt schon seit mehreren Jahrtausenden da leben. Von da aus ging es dann Richtung Antigua, eine super schöne kleine alte schnuckliche Stadt im Lemon Tree Hostel. Steht möglicherweise bis heute unser schöner Anhänger. Der durfte dort leider gehen, weil auf dem Weg nach Semuc Champey habe ich auch beschlossen, einfach nicht den Highway lang zu fahren, sondern die deutlich kürzere, aber halt nicht unbedingt als richtige Straße markierte Straße zu nehmen. Und da ist dann schlussendlich die Entscheidung gefallen, den Anhänger wieder loszuwerden. Das war eine coole Idee. Das war sehr wertvoll, vor allen Dingen auch für die Aufmerksamkeit und die daraus resultierenden Einladungen, gerade in Mexiko, wo irgendwie die Biker-Szene super vernetzt ist und die mich wirklich einfach gefühlt einfach zum Nächsten geschickt haben. Was aber in den kleineren Ländern in Zentralamerika sowieso nicht mehr so vernetzt war und auch einfach die Nachteile überwiegt haben. Also die Problematiken mit dem Aufstellen alleine oder aber auch der Wendekreis. Also durch die Länge des Anhängers hatte ich dann einen Wendekreis, wo ich 3 Spuren nebeneinander gebraucht habe, um einmal einen U-Turn zu machen. Und wenn man sich einmal verfahren hat, braucht man erstmal einen Platz, wo man wieder eine Möglichkeit findet zu wenden. Und gerade auch in den bergigen Offroad-Strecken war das teilweise einfach nicht so, wie es sein kann. Deswegen habe ich den Anhänger dann in Antigua stehen lassen und Vino hinten drauf so eine Sitzbank gebaut, so wie es auch in Zukunft passieren wird. Von Antigua ging es dann weiter nach El Salvador. El Salvador und Honduras wurden mir schon ganz am Anfang vor meiner ersten Etappe so als die gefährlichsten Reiseländer auf der ganzen Route präsentiert. Es war gerade Anfang Februar, als ich diese Grenze überquert habe. Da wurde das erste Mal Fieber gemessen bei der Einreise, was irgendwie vorher noch kein Land gemacht hat. Fand ich irgendwie total weird und dann aber auch angesichts der Tatsache, was danach passiert ist, irgendwie voll wild. In El Salvador habe ich von 4 Leuten kennengelernt, die mich in einem Vulkansee aufgegabelt haben, wo ich gerade am Campen war, die da auch zufällig ihr Wochenende verbracht hatten. Die haben mich dann auch direkt eingeladen, nach San Salvador in die Hauptstadt zu ihnen zu kommen, wo ich dann auch für 2 Wochen wieder eine kleine Pause des Reisens gemacht habe. In San Salvador haben wir dann so eine Ausfahrt gemacht. Also wir waren zusammen in der Stadt. Ich glaube, wir hatten eine kleine Tour gemacht, einfach ein bisschen die Gegend anschauen. Und dann ist es Abend geworden. Und dann ist tatsächlich eins der gruseligsten Dinge auch auf der gesamten Reise passiert. Wir standen an der Ampel, kam so ein Typ, der eigentlich rechts abbiegen wollte. Und der fährt einfach nicht rechts weg, sondern einfach so halb rechts geradeaus straight in den Kollegen rein, mit dem ich unterwegs war. Motorrad fährt erstmal um, der humpelt so ein bisschen weg. Und der andere Typ fährt einfach weiter. Und da war halt ich.
Und der fährt mir halt einfach frontal in den Reifen rein. Hatte halt so ein, ja, ich weiß auch nicht, aber so Corolla-artiges Auto. Und mein Motorrad halt einfach voll bepackt, mindestens genauso viel Kraft. Und ich bin dann, hab einfach Gas gegeben und habe ihn halt verhindert, davon weiterzufahren. Wohin dann der Kollege, der das Motorrad gerade beschädigt wurde, so einen richtigen GTA-Move gemacht hat, wo ich gar nicht drauf klarkam. Der ist einfach aufgestanden, hat ihn angeschaut, hat ihn kurz angeschrien und dann einfach mit dem Fuß durchs offene Fenster gekickt, reingegriffen und den Schlüssel rausgenommen, sodass er halt nicht weiterfahren kann. Da dachte ich, okay, jetzt bin ich tatsächlich in einem anderen Land gelandet. Sowas passiert hierher eher nicht. Ja, dann haben wir die Polizei gerufen, aber statt der Polizei kam irgendwie so eine Kommunalwache, Schrägstrich Bürgerwehr, also schon gut ausgestattet, so was Waffen und Autos angeht, auch Uniform, aber halt einfach eigentlich nichts zu sagen. So, die konnten keinen Unfallbericht machen, die konnten die Situation einfach nicht klären. Ich habe dann festgestellt, ja, okay, ich hatte schon von Anfang an irgendwie das Gefühl, die kennen sich untereinander. Also dieser Typ, der uns da angefahren hat, war einfach jetzt nicht irgendjemand, sondern jemand, in der sich das innerhalb dieses sozialen ein Gefüge ist, auch leisten kann, weil die irgendwie nicht so wirklich dahinterher waren, dass ihm jetzt irgendwas passiert. Und B, ein bisschen unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen. Da haben wir irgendwie 2 Stunden auf die richtige Polizei gewartet, die kam aber nicht. Und dann wollten die anderen halt weiter und da habe ich mir gedacht, okay, ja gut, dann fahren wir jetzt halt weiter. Was soll ich jetzt machen? Es ist nicht mein Motorrad, mir ist nichts passiert. Scheiße, aber okay. Dann war irgendwie der Deal, dass diese Bürgerwehr ihm den Schlüssel nicht aushändigt, bis er wieder nüchtern ist. Ich dachte mir dann halt, okay, wir fahren jetzt los. Ich drehe noch einmal um den Block und schaue, was passiert. Und bin halt noch einmal um den Block gefahren. Und natürlich habe ich ihm den Schlüssel wiedergegeben und er ist einfach weitergefahren. Und das wollte ich halt eigentlich schon verhindern, weil gut, uns ist nichts passieren darin. Ne? Es ist halt schon einfach gefährlich. Nach El Salvador kommt, wenn man an der Pazifikküste entlang fährt, so 1 bis 2 Stunden Honduras. Also es ist einfach eine Bucht, die gehört zu Honduras, bevor dann drunter Nicaragua anfängt. Und man muss aber durch Honduras durch. Also es gab eine Fähre, die hätte tatsächlich deutlich länger gedauert als zu fahren. Und in der Theorie zumindest wäre sie auch teurer gewesen. Praktisch bin ich mir da nicht ganz sicher, weil an der Grenze von El Salvador nach Honduras gibt es also Menschen, die sehr überzeugend davon sind, dass man ihre Hilfe dabei bräuchte, bei der Kommunikation mit den Behörden vor Ort. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Normalerweise merke ich, wenn mir Leute Dinge andrehen wollen, die ich eigentlich nicht brauche. In dem Fall habe ich mir mal gedacht, eigentlich will ich in 2 Stunden durch sein. Vielleicht ist es sinnvoller, ich lasse mir jetzt einfach helfen, dann geht's schneller. Ich kannte das ja schon von anderen Grenzübergängen in Zentralamerika. Es ist nicht einfach, man geht hin, holt sich einen Stempel und geht weiter, sondern man geht hin, holt sich einen Stempel, geht zum nächsten, holt sich einen Stempel, geht zum nächsten, holt sich einen Stempel, geht zum nächsten, zahlt und dann kann man gehen. Und ich hatte halt gedacht, dass man diesen umständlichen Übergang hin und her tatsächlich einfach outsourcen kann und in der Zwischenzeit ein bisschen chillen, was essen. Und dann hat er eine Unsumme von Geld nicht für seine Leistung verlangt, sondern für das, was ich für die Grenze hätte zahlen müssen. Und da ist mir klar geworden, nee, Moment, ich bin schon über viele Grenzen gegangen, so teuer war das noch nie. Das kann nicht sein, dass ein Grenzübergang so teuer ist. Von dort an habe ich mir alle meine Papiere von ihm wiedergeben lassen, ihm ein bisschen Trinkgeld gegeben, dass er nicht ganz leer ausgeht und bin selbst in die Bude gegangen. Und es hat tatsächlich 1/10 von dem gekostet, was er verlangt hatte. Dann waren wir in Honduras und sind einmal durch Honduras durchgefahren, 2 Stunden, und sind in Nicaragua angekommen. Nicaragua sollte dann auch das Ende der Reise werden. Das wusste ich damals aber noch nicht. Am 13. März wollte ich auf die Insel Ometepe. Ometepe ist eine Insel bestehend aus 2 Vulkanen, einem Feuervulkan, der tatsächlich auch aktiv ist und immer wieder dampft, und einem, in dem eine Lagune drin ist. Ich wollte auf diese Insel mit der Fähre und ich komme da so an. In der Früh erste Fähre rübergekommen und erstmal die Nachricht bekommen, die Welt steht still.
es passiert nichts mehr. Überall so ein Virus. Und ich bin gerade so auf diese Insel gekommen und denke mir so, okay, ja gut, das ist ein Ort, an dem man bleiben kann. Bis dann die ersten Anrufe von Familie kamen, so, was geht, wie ist die Situation? Und ich dann gecheckt habe, dass das tatsächlich so ein Ding ist, dass jetzt so was Größeres wird. Und ich mir überlegen muss, wie ich damit jetzt in einem Land wie Nicaragua umgehe. Kam erstmal auf die Idee, okay, wir bauen uns jetzt einfach ein Camp auf dem Vulkan, so 300 Meter überhalb von Zivilisation, und checken einfach mal die ersten 2 Wochen ab, was dieser Virus macht. Und gesagt, getan. Haben wir uns so ein bisschen eingerichtet. Ja, nach 2 Wochen dann haben wir festgestellt, okay, wir sind auf einer Insel, irgendwo nirgendwo. Der Virus, ob der hier jemals herkommt, wie gehe ich jetzt damit um? Fliege ich jetzt nach Hause, so mit diesen Rückholflügen? Oder bleibe ich halt da und warte, was passiert? Irgendwann machen die Grenzen schon wieder auf und ich kann weiterfahren. Ja, da war ich dann 3, 4 Monate im Paradies. Und abgewartet, bis halt die Grenzen wieder aufgehen. Was so tatsächlich nicht passiert ist, wo andere Grenzen schon wieder möglich waren und auch Flugverkehr zwischen manchen Ländern schon wieder existiert hat, war Nicaragua halt irgendwie immer noch abgeschnitten. Und ich musste aber, weil inzwischen nicht nur mein Urlaubssemester, sondern auch schon die Corona-bedingte Erweiterung meines Urlaubssemesters zu Ende war, musste ich im Oktober wieder zurück. Und dann bin ich mit 35 anderen Leuten zusammen, die auch auf der Insel geblieben sind, haben wir uns einen Privatjet nach Miami gechartert. Und von Miami gab es dann wieder ganz normale Lufthansa-Flüge zurück nach Deutschland. Und so endete tatsächlich die dritte Reise etwas anders als geplant. Eigentlich war der Plan, noch in der gleichen Reise bis nach Panama zu fahren, beziehungsweise sogar bis Südamerika, also noch dieses Sumpfgebiet entweder zu durchqueren oder zu umfahren, wie es die meisten machen. Und das ging einfach nicht, weil ich das Land nicht mehr verlassen konnte. Und als ich jetzt meine 4. Etappe starten wollte, durfte ich leider erfahren, dass mein Motorrad gestohlen wurde. Und deswegen wird die nächste Reise jetzt ein bisschen anders als geplant. Stay tuned. Hey, hat's dir gefallen? Dann lass gerne ein Like da, das hilft mir tatsächlich sehr viel. Und wenn du in Zukunft nichts verpassen willst, abonniere.